Schönen guten Tag, ich grüße euch recht herzlich zum Bulle und Bär Livestream 15.15 Uhr bis 15.45 Uhr. Heute ein aktuell spannender Tag, über den wir heute hier sprechen. Es sind wesentlich, also wichtige Themen, die ich heute hier besprechen will. Zum einen den Monatsmitte-Effekt, zum einen schauen wir jetzt gleich kurz mal auf die Märkte. Es sind auch wichtige Wirtschaftsdaten heute rausgekommen, die durchaus eine Rolle spielen können. Wir werden auch auf unsere Trades, die wir in der letzten Woche mit reingelegt haben für dieses Jahr. Wir haben ja letztes Jahr das Buch noch am Ende des Jahres geschlossen. Werden gleich auch nochmal hier drauf eingehen, Updates schauen, was wir an den Trades machen, wie haben wir diese erstellt. Auch nochmal als Recap für die Leute, die nicht dabei waren. Deswegen immer schön die Glocke aktivieren und uns abonnieren auf YouTube. Dann bleibt ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Ja, deutlicher Anstieg der Großhandelspreise in Deutschland, aber wirklich deutlich, so hoch wie seit 50 Jahren nicht mehr, um 9,8% diesmal gestiegen. Zuletzt 1974, als wir bei der Ölkrise so hohe Preise gesehen haben. Grund natürlich für die Entwicklung aktuell auch im vergangenen Jahr die hohe Nachfrage nach Rohstoffen und die Probleme in den Wertschöpfungsketten, die dazu natürlich geführt haben. Unter anderem Inflation ist ja auch dementsprechend gut gestiegen. Wir haben heute die US-Inflationsdaten bekommen, 14.30 Uhr, und die liegen bei 7%, war auch erwartet, aber ihr seht selber, die Inflation galoppiert nach oben und das verschafft natürlich auch noch mal ein bisschen Druck auf die FED. Die FED wird heute ihr beiges Buch auch noch heute Abend vorstellen. Dort geht es dann natürlich um die Konjunkturaussichten. Der FED wird auch sicherlich sehr spannend sein, was die FED da zu sagen hat, ob hier noch irgendwo zwischen den Zeilen etwas steht, was der Markt so noch nicht erwartet hatte, werden wir dann schauen. Also volatil bleibt es. Wir schauen hier auf die Märkte. Der Nasdaq, ich habe es ja gesagt, mein Kollege Christian Henke auch, Zinserhöhungen sind Gift für Technologiewerte. Das haben wir in den letzten Tagen oder in der letzten Woche auch gesehen. Der Nasdaq hat verhältnismäßig mehr verloren als Dow Jones und S&P 500, können wir auch gerne mal hier in meinem täglichen Börsenbrief sehen. Könnt ihr gerne in der Beschreibung auch euch kostenfrei für anmelden. Dort hatte ich gestern oder für heute zum Beispiel hier so eine Entwicklung seit Jahresbeginn mal vorgestellt, über alle Assetklassen durchweg. Und wir sehen, das Schlusslicht ist gerade aktuell Bitcoin mit 11,9%, aber dicht gefolgt schon, ja, der Nasdaq 4,3%, und darauf wollte ich hinaus, 4,3% seit Anfang des Jahres, wohingegen der S&P und der Dow Jones hier doch relativ weniger verloren haben, der Dow Jones gerade mal nur 1,1%, und es zeigt, dass hier natürlich Druck auf Technologiewerte war, aber heute vorbürstlich schon leicht im Plus, trotz höherer Inflationserwartung. Der Dow Jones auch vorbürstlich hierbei auf IG-Taxe 0,25% im Plus. S&P 500 ebenfalls, sieht durchaus positiv aus hier heute am 8. Handelstag im neuen Jahr. Und der DAX, unser heimischer Index aus Frankfurt, heute auch positiv. Wir haben, wie gesagt, die 16.000-Punkte-Marke jetzt im Griff. Könnte durchaus mit einer positiven Eröffnung, werden wir gleich auch nochmal drauf schauen, hier weiter Richtung Norden gehen. Ich hatte insbesondere gestern auch einen interessanten Trade mit den Bumidi-Bändern. Hier haben wir einen Ausbruch gesehen und heute bleiben wir hier durchaus in der Bandbreite, in der Bumidi-Bandbreite, durchaus auch noch Potenzial hier an die Oberseite. Wären wir ungefähr bei 16.100 Punkten, wo gegebenenfalls ein erster wichtiger Widerstandsbereich kommen könnte. Wir haben ja heute nach diesem starken Anstieg dann auch direkt wieder abgegeben bei rund 16.060, ja, in diesem Bereich. Also vielleicht die Möglichkeit, gleich nochmal einen neuen Angriff hier zu wagen zur Eröffnung an der Börse.
Ja, 8. Handelstag, das sage ich nicht von ungefähr, denn ich gehe mal hier ganz kurz auf meinen Twitter-Kanal. Hier habe ich auch heute den Livestream gepostet. Und zwar geht es natürlich auch um den Monatsmitte-Effekt. Heute, beziehungsweise ja, heute ist der 8. Handelstag, es steht der Monatsmitte-Effekt wieder vor der Tür. Da habe ich ja eine Strategie, die ich vorgestellt habe und auch jeden Monat immer wieder mit euch update, untersuche und schauen, was hat es auf sich mit diesem Effekt, der wissenschaftlich auch durchaus schon bewiesen wurde, dass da durchaus was im Busch ist. Da gibt es auch saisonale Gründe, warum wir durchaus in der Mitte des Monats eine positive Tendenz Rallye an den US-Märkten sehen. Hat durchaus mit Kapitalflüssen zu tun, die dann an die Börse kommen, beziehungsweise ein erhöhter Kapitalfluss, der durchaus eine positive Tendenz mitbringt. Was sagt der Monatsmitte-Effekt aus, beziehungsweise wie funktioniert diese Strategie? Ich habe einen ausführlichen Artikel dazu geschrieben, auch hier in der Beschreibung, Monatsmitte-Effekt. Ich reiße das mal ganz kurz an. Also vom 8. Handelstag Schlusskursbasis bis zum 11. Handelstag bin ich long positioniert an den US-Märkten mit dem Monatsmitte-Effekt, weil wir hier über lange, lange, lange Zeit eine statistisch positive Tendenz sehen können. In meinem Beitrag habe ich auch eine Auswertung, die geht sogar bis 95, kann man sogar noch weiter stricken. Ja, und da sieht man durchaus diesen positiven Effekt. Und hier mal die Performance für 2021. Ja, wir haben es ja letztes Jahr praktisch jeden Monat mit verfolgt. Auch Trades, Livestream, Bull und Bär ist ja dafür da, Theorie und Praxis zu verbinden. Haben wir hier ja auch gemacht. Und ihr konntet durchaus sehen, wir waren nur 3 Tage im Monat positioniert, ja, haben also im Vergleich zu einer Buy-and-Hold-Strategie viel weniger Tage, in denen wir eigentlich am Markt positioniert waren, haben hier 3 Tage gehandelt pro Monat und haben hier jetzt nur auf Basis des Underlyings jetzt keine Kosten, nur die nackte Rendite hier, die diese einzelnen Indizes in diesem Zeitraum erwirtschaftet haben, sehen wir durchaus für 2021. Überall ein Plus bekommen, 6,48% im Dow Jones, 2429 Punkte waren das absolut. Der S&P konnte hier durchaus noch mal ein bisschen mehr bringen, 8,77%. Ja, und der Nasdaq, der Technologieindex, der durchaus auch noch mal hier natürlich im letzten Jahr auch grundsätzlich stärker hier performt hat, hat hier rund 12% mit dieser Strategie eingebracht. Und heute, 12. Januar 2022, ist der 8. Handelstag, das heißt, gegen Ende des Handels heute werde ich durchaus auch noch mal hier eine Position reinlegen. Dafür ergibt sich natürlich auch die Chartanalyse. Ich gehe hier nicht jetzt einfach nur blind in diesen Monatsmitte-Effekt ein. Natürlich muss ich mir auch ein Setup aufbauen, meine Risiken klar und deutlich ja, ausmalen und auch meine Gewinne. Denn es ist schön, dass an dieser Strategie hier ein Stop sozusagen existiert, denn am 11. Handelstag schließe ich diese Position oder setze den Gewinn so weit, den Stop so weit in den Gewinn, dass wenn hier doch daraus ein neues Momentum entsteht nach dem 11. Handelstag, ich dann meine Gewinne nicht mehr gefährde und somit einfach nur an dieser Fortsetzung der Rallye durchaus partizipieren kann. Also heute schauen wir auch auf den Monatsmitte-Effekt natürlich. Und werde euch hierbei auf Twitter, aber auch im Livestream natürlich darüber berichten, wie es läuft. Und ihr seht gleich auch erste mögliche Marken, bei denen wir uns durchaus vorstellen können, gleich heute Abend sozusagen einen Trade zu setzen. Wir sehen diese positive Euphorie aktuell vorbörslich. Könnte nochmal kippen heute Nachmittag, also nicht in Amerika heute Nachmittag, aber heute, bei uns heute Abend, wenn, wie gesagt, das beige Buch die Konjunkturaussichten der Fed ja, bekannt gegeben werden. Vielleicht könnte da der ein oder andere negative Impuls kommen, sodass wir dann günstiger nochmal zu Gegenhandelsschluss hier diesen Monatsmitte-Effekt dann beginnen können. Ja, ihr könnt natürlich die Chatbox nutzen, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Fragen habt, gerne mich hier anschreiben. Dafür bin ich da. Wir wollen hier natürlich interaktiv mit euch diesen Livestream gestalten. Schauen wir auf unsere Position in unserem hypothetischen Demokonto. Einzige Position, die wir über das Jahr mitgenommen haben, war und ist der Coca-Cola-Trade. Ich gehe hier nochmal rein. Markt ist natürlich noch geschlossen. Die US-Börsen werden in den nächsten Minuten öffnen. Daher nutzen wir die Zeit,
und machen hier mal einen Recap, eine Übersicht oder einen Überblick über unsere Positionen oder beziehungsweise unseren Trade. Wir haben Anfang Dezember hier diesen Support, diesen zweiten Unterstützungsbereich oder diesen Unterstützungsbereich zum zweiten Mal getestet. Wir konnten hier halten, haben hier uns dann ein Knockout-Niveau ausgesucht, was unterhalb der 51 US-Dollar-Marke liegt, und haben hier diesen neuen Aufwärtstrend sehr schön mitnehmen können. Wichtig war für mich, dass wir hier nachhaltig auch dann über den Pivotpunkt schließen. Das haben monatlich auf Monatsbasis, das haben wir hier jetzt auf Tagesbasis geschafft. Und dieser Widerstand war dann ein erster möglicher Take-Profit-Bereich. Was ich gemacht habe, ist, wir haben hier im Livestream fortwährend unser Stop bzw. unsere Gewinne abgesichert, indem wir unseren Stop immer weiter nach oben gezogen haben. Und als wir jetzt in diesen Widerstandsbereich gekommen sind, habe ich hier den Stop sehr nah unterhalb des Pivotpunkts genommen, weil die Gefahr durchaus hier war, dass wir hier durchaus eine Trendumkehr sehen, der Widerstand wirklich vielleicht, wie wir es hier sehr schön sehen können, dann zum zweiten Mal reagiert hätte und nochmal der Coca-Cola-Up eine kleine Korrektur hier geführt hätte. Das ist nicht der Fall gewesen, das war gut und hat hier unseren Trade natürlich jetzt weiter über die 60. Das ist das zweite Kursziel, was wir hier mittelfristig hier gesehen haben, ist jetzt bereits erreicht worden. Bedeutet auch für mich, dass wir nochmal in unsere Order hier schauen. Die Coca-Cola liegt hier noch gut drin mit einem Stop nochmal bei 8. Wir gehen nochmal auf diese Positionsübersicht. Wir haben dieses Zertifikat bei 2,26 € gekauft, liegt jetzt bei 9,20 €. Wir haben nochmal hier eine Stop-Market-Order reingelegt, um unsere Gewinne nicht zu gefährden, auf 8. Das ist durchaus jetzt erstmal gut, wenn der Markt jetzt nicht weiter noch hoch geht oder wenn der Markt jetzt weiter noch anzieht, wenn die Coca-Cola hier über die 60 jetzt durchbricht, dann werde ich die Stop-Market-Order nochmal versetzen und mehr in Richtung 9, 10 € für das Zertifikat dann reinlegen. Sieht durchaus auf jeden Fall jetzt erstmal gut aus, war wie gesagt die einzige Position, die wir hier aus dem letzten Jahr mitgenommen haben. Die DAX-Position hier bei einem Knockout von 15.082 ist ein Resultat aus den Bumidi-Bändern. Wir haben in der letzten Woche das untere Bumidi-Band auf Tagesbasis, Intraday-Basis getroffen, haben dann hier ein Reversal erkannt, mit dem wir hier dieses Zertifikat dann ausgewählt haben und hier nochmal diesen Long Move mitnehmen können. Sieht gerade auch aktuell positiv, ist aber ein kurzfristiger Trade. Bedeutet, ich werde mich durchaus hier in den nächsten Stunden durchaus entscheiden, vielleicht die Position sogar komplett glatt zu stellen, weil wir ja jetzt auch noch heute Abend nochmal einen Monatsmitte-Effekt hier von der Wall Street mitnehmen, um hier auch natürlich einen Überblick zu behalten, die Risiken auch klar nach unseren Regeln hier auch fortzusetzen. Ja, ich habe letzte Woche, ihr wisst, oder diejenigen, die es nicht wissen, ich nutze gerne für meine Trading-Ansätze die Chartanalyse, saisonale Muster, fundamentale Eigenschaften, und habe sozusagen mit meinen Screenern so ein eigenes Cockpit, welches ich euch gerne hier präsentiere und womit ich natürlich auch meine Trades generiere. Letzte Woche, erinnert ihr euch, habe ich nur jetzt mal beginnend aus der saisonalen Sichtweise gesagt, hey, wir haben hier einige Werte, die mir ins Auge gefallen sind aus saisonaler Sicht. Das waren zum einen die Netflix, Gold, SAP und die Société Générale. Fangen wir mit der Société Générale an. 6. Januar bis 13. Januar ist durchaus eine sehr positive Phase für die SG. Wir konnten hier eine Trefferquote in den letzten 14 Jahren von fast 80% sehen. 11-mal gestiegen, 3-mal gefallen, maximaler Gewinn 13%, maximaler Verlust war nur minus 4%, die Gewinne überwiegen deutlich die Verluste. Durchschnittliche Rendite war 2,32%. Und ja, das sah jetzt erstmal von der saisonalen Perspektive super aus. Nur, und das war es ja,
Deswegen haben wir uns entschieden, auch diesen Long zu nehmen. War dann natürlich die Frage, ja, wie sieht's denn sonst noch aus? Ja, blind jetzt einfach nur der Saisonalität vertrauen. Da gibt es durchaus historische Lehrbeispiele, wo man das lieber nicht hätte machen sollen. Und deswegen nutze ich lieber, und als Statistiker sage ich, man kann nicht einen Sachverhalt nur mit einer Variable erklären. Man hat immer wieder Fehler, die man hier dann übersieht. Deswegen sollte man stets auch mehrere weitere Indikatoren mit einbeziehen, um einen guten Erklärungsgehalt zu liefern. Wir haben in der Société direkt gesehen, alles klar, wir haben einen schönen Aufwärtstrend, höhere Hochs, höhere Tiefs, höheres Hoch, höheres Tief. Dann habe ich hier als nächstes, mein nächstes höheres Hoch sollte dann Minimum die 31 Euro rausnehmen. Das hat sie getan und wir erreichen gerade das neue Hoch. Jetzt könnte als nächstes, da bleibt der Trend aber weiterhin auf intakt, ja, könnten wir durchaus jetzt nochmal in Richtung 30 Euro kommen. Würde bedeuten, dass wir eigentlich nur ein höheres Tief bilden und eigentlich diesen Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Der RSI sieht ja auch positiv aus. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier, war nicht jetzt so von mir vorhergesehen, ist aber eine Punktlandung, dass wir jetzt genau hier an diesem Widerstandsbereich zunächst erstmal nachlassen. Und ganz wichtig, die Saisonalität hatte ich ja ausgerechnet bis zum 13. Januar. Heute ist der 12.1. Also morgen wäre es soweit. Aus statistischer Sicht haben wir ja gesagt, 2,2% so im Schnitt macht diese Aktie vom 6. Januar bis zum 13. Hier ist der 6. Ich gehe da mal oder zoome da mal ein bisschen mehr rein, dass ihr das auch gut sieht. So, und jetzt nehmen wir mal hier ganz einfach, banal hier mal dieses Messwerkzeug. So, der 6., das war dann der Ausbruch über diesen Pivotwiderstand und haben jetzt bereits schon 4% gemacht, doppelt so viel wie durchschnittlich, und das hat auch einen Grund, denn dadurch, dass die Fed natürlich jetzt hier mehr die Zinszügel anzieht, wir jetzt wissen, dass die Wahrscheinlichkeiten relativ hoch sind, dass wir jetzt in einen neuen Zinszyklus kommen, in eine restriktive und nicht expansive Geldpolitik, bedeutet das natürlich für Banken, dass sie hier durchaus noch mal profitabler werden können. Steigen die Zinsen, ist das durchaus gut für das Bankengeschäft. Fallen die Zinsen, werden die Margen kleiner aus ihrem klassischen Geldverleih-Business. Und das deutet darauf hin, dass natürlich eine Bank wie eine Großbank wie Société Générale hier durchaus von profitieren kann. Das sehen wir im Chart. Das haben wir super auch hier jetzt in einem kurzfristigen Trade durchsetzen können. Für uns 13. Januar endet diese saisonale Idee, bedeutet aber nicht, weil ihr seht es ja selber, der Aufwärtstrend könnte weiterhin intakt sein, auch mit einer Korrektur Richtung 30. Wir haben bei 4,62 gekauft, aktuell liegen wir bei 5,15. Ich werde hier nichtsdestotrotz aber auch schon eine Stop-Market-Order reinlegen, um unsere Gewinne nicht zu gefährden. Man kann natürlich auch eine Stop-Limit-Order reinlegen. Eine Market-Order lege ich hier rein. Bedeutet, wenn es jetzt hier jetzt mal ganz extrem einen Gap geben würde von 33 sofort auf 28, dann würde mein Stop-Market nicht ausgetriggert werden, dann würde ich sogar zu einem Knockout-Ereignis, führen. Also daher immer auch vorsichtig sein. Market bedeutet natürlich auch, wenn hier starke Veränderungen im Markt zu dem Zeitpunkt, wo ich genau auch kaufe, dann entstehen, oder in dem Zeitpunkt, wo ich dann mein Stop-Market auch reingelegt habe, dass hier durchaus auch mal ein Gap mich zu einem schlechteren Preis ausführt, als ich dann doch gedacht hatte. Okay, cool bei IG ist natürlich auch hier jetzt, dass ich einen Preisrechner nutzen kann, wenn ich jetzt zu faul bin, hier nachzurechnen und zu sagen will, hör mal, wenn wir jetzt doch noch mal runter auf die 32 gehen, also auf diesen ehemaligen R2-Widerstand auf Pivot-Basis, kann ich das machen, gib hier als Basislevel 32 ein. Ja, und ihr seht's, geschätzter Turbopreis aktuell wären 3,70 Euro. Wir haben 500
und werden das hier auch tun. Legen hier unsere Stop-Order mit rein. Das heißt, wir schauen dann im weiteren Verlauf hier nochmal rein. Gut, SAP. Schauen wir auf die SAP jetzt mal rein. Da hatten wir einen sehr interessanten auch Trade. Die Nackenlinie, der Support wurde hier gehalten, bereits schon im Dezember. Und dann habe ich gesagt, hier sollte es jetzt wichtig werden, wenn wir diesen Pivotpunkt, ich mache es jetzt auch nochmal direkt größer, 120 überwinden, dann ist hier durchaus nochmal Musik im Spiel, Korrektur, also Pullback, Anstieg, Pullback Richtung Pivot und dann weiter nach oben. Ich sehe aber gerade, die US-Börsen haben schon 4 Minuten geöffnet. Der Nasdaq zieht hier weiter Richtung Norden. Ihr seht es sehr schön. Ich gehe mal auf ganz kurzfristige Zeiteinheiten. Wir sehen hier eine Gaudi gerade aktuell. Klar, nach diesen starken Abverkäufen in den letzten Tagen wird hier nochmal nachgekauft. Ja, auch wenn wir hier eine erhöhte Inflation sehen, die in Erwartung war. Das heißt, die Wahrscheinlichkeiten sind ja auch auf einer Weise eingepreist. Heute wird nochmal hier Gas gegeben. Wall Street leicht im Plus, 0,3% fast, 36.350. Der DAX geht auch nochmal mit, hält die 16.000. Der S&P 500 auch schon 0,38% im Plus. Und das sieht hier heute erstmal nach einer durchaus positiven Start an den US-Märkten und folgerichtig auch an den europäischen Märkten. SAP, da auch nochmal zurück, hatten auch hier nochmal vom 6. Januar bis zum 13. Januar eine interessante saisonale Ausgangslage. Dann haben wir uns hier natürlich uns auch angeschaut, nicht auf 5 Minuten, ich mache das nochmal groß, dann haben wir hier in unserer Turbo-Plattform auch nochmal geguckt, ja, wie sieht es charttechnisch aus? Ist hier durchaus was Interessantes dabei. Also ein interessanter Einstieg durchaus hier dabei. Und wir konnten sehen, wie gesagt, das wollte ich zeigen, nach diesem Halt an dieser Nackenlinie ging es hier nochmal schön nach oben. Und das habe ich dann als Szenario gesagt. Wir waren hier schon, hier 6. Januar, seht ihr, da waren wir schon an diesem Test hier dieses Pivots angelangt. Und da mein Trade-Szenario war, durchaus hier nochmal ein Tief bilden, ehe die SAP dann nochmal weiter anzieht. Das ist jetzt hier nicht so zu verstehen, dass das genau die Darstellung ist, wie der Markt weiter verlaufen wird, sondern es ist eine grobe Bewegung, die ich hier noch einfach skizzieren will. 13. Januar, auch kurzfristig, ist nun ein Swing Trade gewesen sozusagen, hier das Potenzial nochmal long zu gehen und wir haben es gesehen, Pivot hat hier gehalten, wir sind nochmal weiter gestiegen, auch wenn das mit Schwäche verbunden war, also es könnte durchaus der Fall sein, dass wenn wir hier nicht nachhaltig über den Pivot schließen, dass hier nochmal in so der Weg in Richtung 116 gar bis zu dieser Support-Ebene von 113 angelaufen wird. Ich werde die SAP-Aktie hier jetzt glattstellen, um diesen Swing Trade dann auch zu realisieren. Und das ist auch ganz wichtig, dass man auch seine Regeln einfach verfolgt. Und ich mache das zum Beispiel hier jetzt, wie gesagt, mit einem Timestop. Wenn ich eine saisonale Idee handle, mit der ich dann auch erfolgreich bin, setze ich die Stops zum Beispiel nach. Aber kann mich durchaus auch entscheiden, einfach zu diesem Timestop dann auch zu sagen, hey, das ist jetzt vorbei. Die Netflix, da schauen wir auch nochmal drauf, saisonal gesehen, ein Long, da haben wir aber auch einen engen Stop, denn eine leichte Verunsicherung war nämlich da, weil wir charttechnisch, und das habe ich auch den Lehrzwecken hier auch gerne gemacht, nicht nur weil jetzt die Idee im Minus ist, das war berechnet, also da wussten wir, dass wir keine großen Risiken eingehen mit den Gewinnen, die wir ja schon aus anderen Trades realisiert hatten. Aber was wir in der Netflix sehen konnten, war schön dieses Doppeltop, ja, also diese M-Formation hier mit diesem auf gleicher Höhe endenden Tops, Hochs im November. Das signalisierte eine Trendumkehr, nachdem wir hier diese Nackenlinie, ist ein Chartmuster sozusagen,
nachdem wir diese Nackenlinie hier nach unten durchbrochen hatten, habe ich gesagt, dass wir, wenn wir hier nochmal einen Pullback in Richtung Nackenlinie erwarten oder sehen, dass das eigentlich die Bestätigung dafür ist, dass hier dieser Abwärtstrend weiter bestärkt wird. Das haben wir sehr schön gesehen, Pullback, und dann ging es Schmitzkatze nach unten. Und jetzt war für mich so dieser Bereich, das seht ihr hier, 6. Januar, dieser Bereich an diesem Support bei 541, dass das durchaus ein neues, leichtes Momentum in Richtung 580 auslösen könnte, weil hier die Durchschnitte verlaufen. Und das würde nicht bedeuten, dass jetzt die Netflix dann total in einen neuen Aufwärtstrend geht, sondern Idee ist, und die Idee bleibt erhalten, dass wir hier jetzt einen Boden finden, nochmal in Richtung 580 gehen, Pullback Short und diesen Abwärtstrend eigentlich nur weiter fortsetzen. Weil der RSI liegt hier auch unter 48,5 und bedeutet für uns, dass wir hier durchaus eigentlich noch mit weiterer Schwäche rechnen können. Die Netflix hat es jetzt auch in ihrem saisonalen Zeitraum bis 3. Februar auch noch ein bisschen Zeit. Aber wie gesagt, verlieren wir diesen Support unten bei 541, dann werde ich mich hier entscheiden, die Position glatt zu stellen, zu schließen und diese ersten leichten Verluste natürlich auch zu realisieren. Weil dann könnte wirklich, wie gesagt, hier einfach nur dieser Abwärtstrend weiter fortgesetzt werden. Ich bin auch ein Trendfolgetrader. Das heißt, wenn der Trend es zeigt, dass er weiter weiter abwärts tendiert, dann sollte man nicht gegen den Trend handeln, sondern entweder den Trend mitnehmen oder sich doch entscheiden, hier einfach rauszugehen, die Verluste zu realisieren und sich ein neues Setup auszusuchen. Klare Regeln wiederum. Zwei Rohstofftrades, die ich noch aus letzter Woche hatte. Das ist zum einen Gold. Da haben wir hier die Saisonalität, kurzfristige Saisonalität auch mit reingenommen. Gold Long, Anfang Januar bis Anfang Februar, gute Trefferquote. Aber wie sieht es charttechnisch aus? Wir waren in diesem Keil gefangen und wir sind in diesem Keil weiterhin gefangen, aber wir haben, und das hatte ich im Livestream, als ich hier diese Trading-Idee vorgestellt habe und auch in unser hypothetisches Demokonto mit aufgenommen habe, hatte ich gesagt, dass wir hier in so einer Keilformation uns befinden. Wir konnten hier bis jetzt nicht raus. Unten werden wir gestützt von 1760, haben hier diesen Ausbruch aus dieser kurzfristigen Rechteckformation geschafft und haben damit eigentlich einen neuen Aufwärtstrend gestartet. Das seht ihr hier noch aus diesem Trendkanal, den ich letzte Woche eingezeichnet habe. Da haben wir jetzt auch den Pivotpunkt übernommen, liegen über 1800 US-Dollar pro Unze. Durchaus förderlich jetzt erstmal und könnte den Aufwärtstrend weiter bestätigen, vorerst 0,1%. Allgemein nochmal vielleicht hierzu was gesagt, der Goldpreis muss jetzt nicht zwangsläufig direkt hier einen neuen übergeordneten Aufwärtstrend entwickeln. Das ist hier durchaus auch nur eine kurzfristige Swing-Trading-Idee. 1840, da liegt ungefähr jetzt zunächst kurzfristig der Deckel. Dann könnten wir vielleicht hier nochmal eine Reise Richtung Süden starten, zur unteren Keillinie. Aber Zwischenwahljahre sind sehr interessant. Wir sind in einem US-Zwischenwahljahr. Der Goldpreis performt, entwickelt sich eigentlich relativ gut in diesen Zeiten. Und deswegen könnte im Zwischenwahljahr 2022 der Goldpreis durchaus auch nochmal in der zweiten Jahreshälfte vor allen Dingen nochmal an Stärke hinzugewinnen. Das, was wir jetzt gerade aktuell vor uns sehen, sind ganz kurzfristige positive Swing-Bewegungen, die wir hier versuchen auszunutzen. Ja, zum Ölpreis. Da hatte ich letzte Woche im Livestream vorgestellt oder in diesem Livestream der letzten Woche ging es nur um Öl fast, wo ich gesagt habe, warum der Ölpreis denn in 2022 mindestens die 100-Dollar-Marke zumindest testen wird. Habe euch eine Handvoll Faktoren dazu geliefert, warum das der Fall sein könnte. Gerne nochmal auf unserem YouTube-Kanal in unserer Playlist zum Livestream Bulle und Bär nochmal reinschauen.
Heißt auch Ölpreis, warum der Ölpreis bis 2000, im Jahr 2022 noch die 100-Dollar-Marke erreichen könnte. Wir sehen es, wir liegen über 48,5 im RSI. Ich nutze gerne den RSI als Oszillator. Warum? Weil ich hier eine Grenzschwelle gerne, von die ich statistisch so beobachtet habe, nutze, das ist die 48,5er-Marke. Ich hatte es auch im Livestream letzte Woche gezeigt. Das kann man hier wunderbar sehen. In diesem grünen Quadranten oder Rechteck sieht man etwas sehr Schönes. Als der RSI mal kurz unterhalb der 48,5er-Marke gefallen ist und sich dann hier wieder aufgerappelt hat, startete dieser Trend von 35 US-Dollar auf bis zu über 80 US-Dollar, 75 US-Dollar. Aber ihr seht sehr schön, in dieser ganzen Aufwärtsrallye blieb der RSI stets über 48,5, testete mal hier mal ganz kurz, wurde wieder rasch zurückgekauft und setzte hier seinen Aufwärtstrend fort, ehe er hier erst im August diesen Jahresjahr mal kurzzeitig halt runtergedippt ist. Und jetzt seht ihr es selber, konnten wir ein neues Momentum entfachen. Jetzt sehen wir auch selber, natürlich saisonal ist der Ölpreis noch, da brauchen wir noch gar nicht drüber zu reden, ist eigentlich noch nicht so seine Zeit, aber wir haben, wie gesagt, die Faktoren, die ich angesprochen hatte, Inflation, Kerntreiber der Inflation ist natürlich der Ölpreis. Wir sind hier weiter auf dem richtigen Weg in Richtung 80, 85 US-Dollar, geopolitische Unsicherheiten, von denen man auch durchaus einen Effekt auf den Ölpreis sehen kann. Wir haben die ÖPEC und wir haben auch die großen professionellen Trader, Non-Commercials habe ich gesagt, auf den COT-Reports, also in den USA, müssen große Marktteilnehmer ihre Future-Positionen bekannt geben bei der CFTC, bei der Behörde, bei der US-Behörde. Und da können wir durchaus sehen, dass die Non-Commercials, sind die Spekulanten, die Hedgefonds, die Marktfolger, und die sind weiterhin netto long investiert in den Markt. Das heißt, wir sehen hier durchaus noch auch eine Stärke von den Big Boys. Das ist auch ein Faktor. Also es sind einige Faktoren, die den Ölpreis hier weiterhin stützen. Sehen wir auch, mit unserem neuen Trade sind wir hier auch in einer günstigen Ausgangslage. Werden hier auch nochmal im weiteren Verlauf schauen, dass wir hier unsere Gewinne absichern. Heute ist Mittwoch, klassisch. Auch Tag für die Erdöllagerbestände aus Cushing, Oklahoma in den USA. Da werden wir auch noch mal gleich drauf schauen, was das bedeutet. Wie sehen die Lagerbestände aus? Haben die einen Effekt? Da habe ich viele Analysen, Research auch zu gemacht in meinen 14 Jahren Trading jetzt. Lagerbestände sind ja nicht so einfach zu bewerten. Also wer meint, einfach Daytrading zu betreiben mit den Lagerbeständen, das ist nicht mein Ding. Gibt bestimmt sicherlich Leute, die das auf jeden Fall gut drauf haben. Ist nicht mein Metier. Es sei denn, wir haben sehr unerwartet hohe oder fallende Lagerbestände, dass das durchaus dann einen Effekt auf den Markt haben kann, den man dann auch mehr als 2 Minuten sozusagen ausnutzen kann. Gut. Dazu schauen wir ganz kurz nochmal auf die Indizes. Oh, der Nasdaq hat hier nochmal kräftig nachgelassen, auf jetzt auf relativ gesehen, auf kurzfristiger Zeit. Denn wir waren hier zeitweise schon bei 1% fast plus. Und ihr seht, die ersten 5 Minuten oder ersten 15 Minuten doch nach einer leichten Aufwärtsbewegung hier oben. Ihr seht, auch auf kurzfristigen Zeiteinheiten kann man durchaus etwas erkennen. Der Widerstandsbereich liegt hier bei 15.990, fast 16.000, ähnlich wie im DAX. Psychologische Marke konnte jetzt hier erstmal nicht durchbrochen werden. Jetzt erreichen wir einen wichtigen Durchschnitt. Auch auf kurzfristiger Zeit kann ich mir durchaus jetzt noch mit diesem Abverkauf hier, wenn wir hier halten und nicht wie in der Woche hier weiter runtergegangen sind, dann können wir durchaus ein Pullback nochmal erwarten in Richtung 15.960 war dort. Ja, das war es dann eigentlich von meiner Seite. Weitere Updates findet ihr hier gerne bei mir auf Twitter, jetzt alle abonniert, aber auch hier auf unserem YouTube-Kanal.
Das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und erfolgreich und wir hören uns dann die Tage wieder. Bis dann.